Hallo, hier ist wieder Exi und Squirt mit Fallout 3. Wir finden uns in den Abwasserkanälen von Old Olney und werden uns jetzt hier einen Protektoron aktivieren, der uns hoffentlich ein wenig gegen die Todeskrallen helfen kann. Und so langsam muss ich sagen, tue ich mich arg schwer. Und ich habe eigentlich keine Lust, hier drauf zu gehen. Nur weil ich die Erfahrungspunkte wollte. Zumal der Protektron wahrscheinlich sowieso von denen mit ein, zwei Schlägen erledigt wird. Aber dennoch, dann ist er wenigstens eine Ablenkung. Intricate, danke. Intricate, keine Ahnung, was es heißt. Momentan wird das Spiel anstrengend. Hä? Weitere überragende finden Sie in... So, bist du auf unserer Seite? Bitte. Persönlichkeit wird geladen. Robco RS3 V4.1.6 Service Hilfskraft. Kanalisationswartungsroutine wird empfangen. Bitte wartet. Verbindung unterbrochen. Ungeziefer ungewöhnlicher Größe entdeckt. Ausgeführtes Programm. Kammerjäger. Aber bitte. Geh voran, ich folge dir. Kammerjäger, ja, Ungeziefer. Hier komme ich doch her. Vielleicht kann er uns unten das Tor öffnen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn ich jetzt da oben... Wenn der Ausgang da oben mich jetzt dann einfach nur wieder an die Oberfläche führt, dann weiß ich ganz genau, wo der mich hinführt. Der führt mich nämlich dann zu der Falltür hin. Im Klartext, die Falltür wäre doch was Gutes gewesen. Ja, und der wäre hier mit uns durch die ganze Kanalisation gelaufen. Na klar doch. War hier nicht noch irgendwo einer? Nee. Nee. Brauch Protektron. Ich fürchte, dein Ungeziefer ist schon alles erledigt. So ein blöder Mist. Ja, wir kommen uns hinterher. So ein Mist, das gibt's doch nicht. Musst du hiermit? Alles bisherige war ein Kinderspiel gegen diese Todeskrallen. Oh nein, du bist jetzt nicht mit deiner Route fertig, oder? Doch, ist er. Ach, das heißt, hier lang dürfen wir noch alleine gehen. Ach, Moment. Ja, hier bin ich vorhin wieder zurückgegangen, ne? Da haben wir die nächste. Hier erwischen wir aber, weil die sich festgeglitscht hat. Gut. Attacke. Kann ich auch mal einen Kampf gegen diese Biester gut laufen? Ah. Die hauen mich dann immer weg und dann kann ich nichts mehr machen. Okay, hier liegt wieder ein Fatman herum. So, bauen wir mal die ganze Rüstung jetzt zusammen. Welche Überraschung, wir haben wieder mehr Platz im Inventar. Wie viele habe ich? Zwei, okay.
wollte der hier? Moment. Achso, ist nur der Nuka-Cola Quantum. Die könnte ich aber gegen diese Viecher auch so langsam mal saufen. Habe ich ein paar mehr AP zur Verfügung. Ja. Haben wir irgendwas, wo sich ein Schlüssel befinden könnte? In den Schränken war nichts. Ja, hier werde ich garantiert nicht schlafen. Bin ich nicht lebensmüde. Kleinen Moment. Kleiner Moment, dauert nicht lange. Solange mir jetzt nicht gleich eine Todeskralle in den Rücken fällt. Hier ist auch nichts versteckt oder so, ne? Nee. Ja, hätte gedacht, dass es vielleicht einen Schlüssel für diese Tresore gibt. Das Ganze auch irgendwie, weiß nicht, einen Sinn gehabt hätte. Aber wäre auch zu schön gewesen. Drei durchschnittlich verschlossene Safes. Wirkt wie das Ende einer Aufgabe. Ach Gott. Yay. Die Reise geht weiter und ich wurde entdeckt. Scheibenkleister. Heilen wir uns. Hä? Ich hatte gerade ich. Okay, habe mich vertan. Brotherhood of Steel. Du zur Arzt-Power-Rüstung? Magende, ja. Ah, stimmt, hier könnt. Ja, es bringt halt mehr Verteidigung, aber. Die stählerne Bruderschaft ist hier gescheitert. Jetzt kriege ich dann zu viel. Boah, weg damit. Oh, wir haben eine Alien-Waffe gekriegt. Ups. Habe ich die vorhin aufgesammelt und habe es nicht mitgekriegt. Alien-Blaster. Oje, oje. Weg damit. Habe ich sicher noch irgendwelche Sachen mitgenommen. Ja, weg damit. Verfolgungsbatterie. Ja, wobei die hätten wir vielleicht noch brauchen können. Ist jetzt egal. Mir ist so langsam alles egal. Ich will hier eigentlich nur noch das Ende dieser ganzen Geschichte finden und wieder meiner Wege ziehen. Was haben wir denn hier? Ach, Moment. Könnte das hier eventuell. Was? Ein. Wow. Wow. Deckung. Sprengstoff um 2 erhöht. Wie viel haben wir auf Sprengstoff dann mittlerweile? 27. Oh, dann könnte man in Megaton theoretisch, glaube ich, die Bombe entschärfen. Das war ja noch eine der ersten Aufgaben. Die wird garantiert etwas leichter sein. Wow. Du läufst immer noch herum. Das heißt, da wo du rumläufst, sind auch immer sind keine Gegner mehr. Okay, ja. Ich wäre jetzt ganz froh, wenn ich da oben tatsächlich einfach nur noch diese Falltür finden würde. Merke, oh nee, hätte ich mir Hilfe holen können, hätte das Ganze leicht haben können. Fühle mich kurz blöd und denke mir dann aber gleichzeitig, wir haben ja alles erkundet. Bitte ich, weitergehen. Habe ich vor, du. Ich will hier nur noch meine letzten Wege abgehen und dann. Oh, ach nee, da kann ich ja gar nicht durch. Da kann ich ja gar nicht durch. So blöd.
gleich nicht zu den 3, 4, 5 Viechern, die da sonst noch gewartet hätten. Hm. Jetzt bin ich aber traurig. Ich muss aufpassen, dass meine Tränen nicht versehentlich irgendeinen technischen Kurzschluss bei meinem Laptop verursachen. Denn da kommen gleich einige. Es wird ein regelrechter Fluss aus Tränen. Okay, gehen wir weiter. Hier bei dem Stück kann uns der Protektron sowieso nicht helfen. Nein, wir sind natürlich nicht fertig. Doch, wir sind fertig. Wir sind fertig. Komm, zeig mir diese dumme Falltür. Ja. Danke. Wer hat eigentlich... Hä? Warum habe ich jetzt zwischendurch die englische Sprache drin? Das ist so nicht korrekt, Spiel. Ich bin nicht nach Wasteland gegangen, ich bin ins Ödland. Oder Hauptstadt der Ödland. Ödland der Hauptstadt, so. Ich dachte gerade für einen Moment, die Leichen wären nicht mehr da. Ihr kennt das ja bei mir. Ich sehe die Leichen irgendwie immer nicht. Das ist, ja, weil halt alles von der Farbe her so ähnlich ist. Weitergehen. Es ist halt alles immer in so einem, in so Brauntönen gehalten. So. So. Lass meinen Traum bitte einen Traum bleiben. Aber wisst ihr, unabhängig davon, ob der Traum wahr ist oder nicht, ich werde mich jetzt hier verziehen. Ich will hier raus. Ich will hier nur noch raus. Wo ist eigentlich... da vorne irgendwo war der Vault-Eingang. Okay, gehen wir halt nochmal durch. Bitte lass die alle immer noch tot sein. Komm, da liegt noch eine Leiche. Es war nur ein Traum. Es war nur ein Traum. Dieser eine Traum ist Gott sei Dank einer geblieben. Interessant, dass einem so eine Falltür dann tatsächlich... dass einem so eine Falltür tatsächlich was Positives bringen würde. So, jetzt bin ich gespannt, wo dieser Vault-Eingang ist. Das erledigen wir auf jeden Fall auch noch. Auch wenn ich die Sorge habe, dass in dieser Vault lauter Todeskrallen herumspazieren. Also das wird dann... dann haben wir nochmal unseren Spaß mit denen. Danach reicht's mir aber auch mit denen. Ach, können die mir gestohlen bleiben. Ganz getrost. So, hier liegt noch eine, ja. Aber interessant, dass die sich auch schlafen legen können. Uhu. Vielen Dank. So, Wiener sind wir der Vault. Okay, wenn ich jetzt hier nach links gehe, müsste ich bei der Vault dann demnächst rauskommen. Die Gebäude sind verbunden, aber sind so eingestürzt, dass wir nicht rein können. Nee. Da können wir nicht hin, da sollen wir nicht hin. Bleibt mir weg damit. Okay. Wir laufen geradewegs drauf zu. Das heißt, da vorne irgendwo in dem Felsen ist der Eingang. Ja, also die Sache hier mit den Todeskrallen. Das ging schon über ein kleines Abenteuer hinaus. Das war jetzt schon eine kleine Nervenprüfung teilweise. Also auch wenn es vielleicht nicht so ausgesehen hat, aber... ich war halt im Kampf meistens so, dass ich mich mit WASD permanent bewegen wollte, um im Notfall auszuweichen. Und wenn ich aber dann gemerkt habe, oh verdammt, ich gehe gleich drauf, muss ich irgendwie noch schnell unseren Pip-Boy aktivieren. Und da meine Finger aber allesamt beschäftigt waren, ging das nur mit dem kleinen Finger. Jetzt könnt ihr euch vielleicht ungefähr ausmalen, was das gerade ganz... Also wie gesagt, gehen wir rein, lasst den Spaß weitergehen. Nach der Folge ist erstmal Schluss für heute mit der Aufnahme. Ah. Na gut, dass die offen ist, wundert mich nicht.
Ich bin jetzt einfach mal dankbar. Leute, Moment, Moment. Guck mal, ich guck. Wisst ihr was? Auch wenn ich gerade die Folge nochmal neu anfangen musste. Ich werde jetzt gleich nochmal rausgehen, einen Schnitt machen und unser Inventar kurz leeren. Denn wenn wir jetzt hier nochmal ein neues Gebiet gehen, dann. Ach komm. Weg damit. So. Wenn wir jetzt nochmal ein neues Gebiet gehen, müssen wir einen Haufen Zeug liegen lassen. In dem Sinne. Das, was ich gerade gehört habe, sind aber nur Red Kakerlaken. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach mal kurz unser Inventar wieder leer. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Wieder in Vault 92. Unser Inventar ist gut leer. Und ja, sehen wir uns hier mal um. Weil das, was ich bisher gehört habe, das waren Red-Kakerlaken, also. Naja, das ist so. Was so gut war, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das machen wir gleich wieder auf. Hat er auf jeden Fall ordentlich Krach gemacht. Oh, hier ist alles kaputt. Professor Malius Audioprotokoll. Und das hören wir uns gleich mal an. Vielleicht erfahren wir dann gleich mal, was denn hier los ist. Mann, wie ist ein Protokoll? Bisher verläuft das Experiment genau wie geplant. Wir setzen die Ansässigen über das Lautsprechersystem weißem Rauschen mit extrem niedriger Frequenz in regelmäßigen Intervallen aus. Der Einsatz des schalldichten Aufnahmestudios und der Musiker war eine gute Idee. Ich ziehe den Hut vor dem Scharfsinn des Vault-Tec-Auswahlkomitees. Okay. Also an und für sich. Gar nichts wirklich Gefährliches. Keine Experimente zum Thema Genetik, Klonen. So. Machen wir wieder auf das Teil hier. Ich dachte nicht, dass man das auch bedienen kann. Wer denkt denn dran, dass man so eine Wolte plötzlich wieder öffnen kann? Okay. Eine Blähfliege. Minen. Okay. Meinetwegen. Ja, oh mein Gott, eine Blähfliege. Aber möglicherweise kriegen wir es hier mit der schlimmeren Version der Blähfliege zu tun. Möglich wär's. Ich meine, so rein vom Angriff her sind die Dinger durchaus nervtötend. Sind Fernkämpfer meistens. Weil die Blähfliegen ja bisher immer auf offener Fläche angetroffen haben. Was sie relativ harmlos macht. Ja, nicht harmlos. Was dafür sorgte, dass sie uns überhaupt erst was konnten. Meine Fresse! Was kann man denn so blöd sein? Ich bin gerade schon reingestiefelt. So langsam sollte ich es wissen. So, wo ist die nächste?
Oder haben die die jetzt überall hier hinter Türen? Nein, hinter der Tür ist jetzt natürlich nicht gleich eine. Oh mein Gott. Aber klar, die können ja nicht auf die Minen treten. Die fliegen ja. Ach komm jetzt. Lass mich nicht von der Telefliege nerven. Möchte dabei auch mal anmerken, dass wir an den Todeskrallen jetzt ungefähr die Hälfte unseres nächsten Stufenanstiegs uns geholt haben. Das ist nicht wenig. Ich meine, auf die finale Stufe 20, zumindest schätze ich, dass 20 die finale Stufe ist, steuern wir noch nicht direkt zu, aber ist doch ganz guter Fortschritt. Okay, Reaktorraum. Wir hatten damals nur eine Ebene. Also wenn die ganze Vault hier jetzt einfach nur voll mit Blähfliegen ist, dann... Blähfliegen und Minen. Wohnquartiere. Dann schauen wir vorne nochmal in den Raum. Sehen wir die anderen Räume. Da kamen wir her. Wo liegt hier die Mine? Gar keine? Naja, aber eine Gewehrfalle. Na gut. Ah. Stolperdraht. Also generell dürfen wir hier jetzt davon ausgehen, dass wir überall Fallen finden. Auch okay. Stellt sich nur die Frage, wer hat die ganzen Fallen gestellt? Die Blähfliegen fliegen mit Sicherheit nicht. So, dann haben wir nochmal eine Mine. Nächsten Blähfliegen. Okay, müssen wir von der anderen Seite hin. Dagegen wird die Vault, die wir schon relativ am Anfang finden hätten, können wir wahrscheinlich zum Kinderspiel. Ernsthaft? Ja, okay, dann. Hier gab es auch keine weitere Tür zur Seite, ne? Dann müssen wir jetzt wohl. Wie ich ja gesagt, gehen wir erstmal in die. Wobei Reaktorraum. Sagt ja nur ein Raum. Oder ein paar Räume maximal. Ich meine, bei uns war die Reaktorebene jetzt auch nicht riesig. Gehen wir erst dahin. Zum Reaktorraum. Na gut, das wird. Ah. Verstrahltes Wasser nehme ich an? Ja, natürlich, verstrahltes Wasser. Ja klar, trinken. Okay, wir sind hier aber beim Reaktor. Dementsprechend könnte hier irgendwo Strom reingeleitet werden. Dann Vertex ran und rein in die Plörre. Natürlich ein Jäger. Warum auch was Schwächeres? Wäre ja nur hilfreich.
Ja, plansch eine Runde. Das ist jetzt auch zum Glück überhaupt nicht nervtötend, dass er da im Hintergrund die ganze Zeit weiter plätschert. Mein Gott. Wahrscheinlich komme ich jetzt dann irgendwann gleich zu so einer... Oh mein Gott. Hallo, mein heiliger König. Ja, wir treffen hier die vorzüglichsten Gegner an, möchte ich sagen. Na, euer Majestät? Haben wir es heute nicht so? Und einer noch. Gut, mal wieder ein Meilerkönig erledigt. Das mit der merkwürdigen Monarchie hat man ja schon mal. Ja, wir haben genügend Red Axe und Red Away. Von daher ist das hier kein großes Problem. Ja, was ich gerade meinte, wir werden wahrscheinlich jetzt gleich einen Stromkasten finden und den könnten wir aktivieren und würden damit halt alles unter Strom setzen und gehen halt glücklich drauf. So, erledigt. Ich mag aber grundsätzlich die Wassertextur. Sieht gut aus. Technikprotokolle Terminal. Moment. Problemticket. Fetchner Büro. Ach Gott. Ist wirklich nur für so einen Scheiß ein Problemticket. okay. Ja, die haben es halt mit sowas geregelt. Warum nicht? Okay, da sind die Malux eingedrungen. Ach, schön noch mehr. Diese Ebenenberechnung. In dem Sinne nicht Shinome, sondern Spiel. So, planscht jetzt auch wieder herum. Ja, natürlich. Okay. Mal kurz schauen. Absichern. Nicht, dass ich irgendwas übrig gelassen habe. Nee. Da war auch nichts. Gut, dann können wir wieder raus aus der Plörre. Wollt mir jetzt aber nicht sagen, dass der Meilerkönig hier das der Hauptgegner gewesen sein soll, oder? Naja, okay, vielleicht kennt man ihn da noch nicht. Hä? Hey, Moment. Nee, ich bin auf einer anderen Seite. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Oh mein Gott, eine Bläfe. Oh mein Gott, eine tote Bläfliege, die perfekt da reingefallen ist. Schön. Okay. Ich schätze mal, dass ich da gleich zum Atrium komme. Das hier ist dann wahrscheinlich die Tür von Eben, oder? Oder das da. Yep. Ja. Wir sind auf der anderen Seite und kommen trotzdem nicht durch. Ach Gott. Ja gut, da hätten wir uns halt ein bisschen Weg erspart. Dann geht es wahrscheinlich weiter zum Atrium, wo wir höchstwahrscheinlich dann unsere Zeitschrift finden. Falls nein, würde mich das ärgern. Oh, Klassenraum. Ja, Mensch. Warum nicht? So. Gleich beide auf einmal. Und die zweite.
Tja, eigentlich immer relativ brutal, ne? Okay. Eine Krücke. Haben wir hier. Wieder. Vision. Aber keine Waffe. Da oben haben wir nur einen OP-Schlauch. Nehmen wir trotzdem mal mit. Sonst denn nichts in dem Raum. Ja gut, ich sollte mich jetzt wohl Soundtest. Ach ja, ist uns ja gesagt worden. Gehen wir da mal ran. Oh ja, toller Soundtest. Wieder gleich umhauen, falls es Probleme gibt. Ah, hallo und ciao. Ganz unspektakulär. Ja gut, wenn das, da der Soundtest ja offensichtlich recht wichtig ist in dieser Vault, wird wahrscheinlich dann hier irgendwo. Unser gewünschtes Buch liegen. Reichlich weiträumig hier. Okay, da wollen wir nicht hin. Später. Hallo, Eure Majestät. Und ping. Muss man halt nochmal nachsetzen. Ach Mensch. So, da haben wir wieder eine Aufnahme. Und ein Terminal. Audio-Protokoll, ja. Und Nikola Tesla und Sie. Und da haben wir unsere Zeitschrift. Ja, wieder nur. Ah ja, Energiewaffen, stimmt. Denke ich jedes Mal wieder nicht dran. Studiocomputer, was haben wir hier? Aufnahmestudio öffnen. Ja, danke. Studium 2 Modus, danke. Ach ja. Ach ja, stimmt, mein Gott. Warum bin ich denn hier? Weil ich ein Instrument holen soll. Aber, was noch ein König? Einfach mal eben um die Ecke. Das machen wir noch. Und ein letzter. Die erledige ich irgendwie lieber als die Todeskrallen. Nein, bitte nicht. Ja, das ist wieder ein normales Buch. Da liegen Pfeile. Ich vertone gerade alles, was ich sage. Entschuldigung. So. Hätte ich gesagt, stellen wir uns noch schnell in diesen Aufnahmeraum. Und dann werde ich dort die Folge beenden und beim nächsten Mal werden wir uns dann machen wir hier mal zu, damit uns da auch keiner nervt.
Ja. Beim nächsten Mal, hätte ich gesagt, werden wir uns wieder hier rauskämpfen und natürlich die Violine mitnehmen. In dem Sinne, ich bin Xi. Das war's von Volt? Fallout 3 für heute. Bis dann, Leute. Ciao.